Druckmessung in der medizinischen Physik durchaus interessant und vor allem wichtig. Wir kennen ja alle Blutdruckmessungen und so weiter. Mal kurz zu Anfang hierzu. Wenn ich eine Flüssigkeitssäule habe, dann ist es eigentlich logisch, das habe ich aber schon in einem anderen Video geklärt, guckt nochmal hier oben. Ihr könnt ruhig auf die Links klicken und euch da nochmal weiterbilden. Das Video wartet hier auf euch, das bleibt dann stehen und dann kommt ihr wieder zurück. Also, wenn ich eine Flüssigkeitssäule habe, dann ist der Druck hier unten am größten. Wenn ich den hier oben messen würde, hätte ich nicht so viel Flüssigkeit über mir, also ist der Druck nicht so groß. Mir geht es jetzt aber gar nicht mal um die Höhe der Flüssigkeitssäule, um den hydrostatischen Druck, sondern darum, wie misst man den? Das ganz einfache Prinzip ist, ich leite hier unten an diesem Anschluss einfach einen Schlauch weiter in eine Dose. Und die Dose wird sich ausbeulen mit einer gewissen Kraft, die abhängig ist von P. Deswegen schreibt man F von P. Das habe ich nochmal hier ein bisschen näher erläutert. Um diese Dose geht es. Die hat dann, ist dann praktisch so gewellt. Anaeroiddosen sehen so ähnlich aus. Gewellt deswegen, damit man eine bessere Federwirkung hat, damit die empfindlicher wird. Und je größer der Druck in der Dose wird, umso mehr wird die sich ausbeulen und eine Kraft ausüben. Wenn ich diese Membran hier, dieses dünne Häutchen, sagt man Membran, wenn ich da ein kleines Zeigerwerk anbringe, dann schlägt der Zeiger entsprechend aus und ich habe mechanisch den Druck gemessen. Die Längenänderung L von P ist also dem Druck direkt folgend. So, wenn ich das jetzt allerdings, weil wir ja modern sind, machen wir das nicht nur einfach mechanisch, sondern viel feiner und viel hochauflösender geht es, wenn ich diese Kraft auf einen druckabhängigen Widerstand leite. Es gibt andere Widerstände, die auch abhängig sind, vom Licht zum Beispiel oder von der Spannung oder. Wenn ich das also so mache, dass ich die Kraft auf so einen Widerstand leite, und das ist bei jeder normalen Waage, die wir als Personenwaage mittlerweile im Bad stehen, so, da haben wir vier Widerstände unten drunter und der Gesamtstrom durch diese Widerstände wird gemessen, weil jetzt ganz einfaches Prinzip, ich habe den Widerstand, ich lasse hier Strom durchfließen und zeige das mit dem Ampermeter, also Strommesser, analog an oder mittlerweile macht man es ja digital. So, das ist die eine Variante. Und wenn ich das Mechanische mit dem elektrischen Prinzip kombiniere, sagt man elektromechanischer Wandler dazu oder elektromechanisches Druckmessgerät. Ich habe das eigentliche Messgerät mal hier umrandet. Das hat also hier einen Anschluss, da kommt dann auch ein Schlauch ran und innen drin eine Batterie höchstwahrscheinlich. Oder meinetwegen hat es einen Netzstecker oder was auch immer und ein Messgerät, damit man es besser sieht. Hier unten nochmal ganz locker dargestellt. Es gibt auch andere elektromechanische Wandler, zum Beispiel Piezokristalle. Wenn ich, das kennt ihr vom Feuerzeug, wenn es so Klick macht, mancher macht einen Spaß damit und lässt sich mal einen kleinen Elektroschock geben davon. Die reagieren also auch auf Druckänderungen und zwar extrem. Und ich messe bloß die Spannung. Dann brauche ich theoretisch, keine Batterie. Allerdings ist die Spannung ein bisschen, sagen wir mal, die bricht leicht zusammen. Kennt ihr selber, wenn ein Feuerzeug nass wird, dann bricht die Spannung zusammen, sodass man das Ganze noch mit dem Messverstärker praktisch besser anzeigbar machen sollte. Aber warum messen wir überhaupt in der Medizin solche Drücke? Wir könnten doch einfach einen Blutdruck messen. Beim Pferd habe ich mir zum Beispiel mal von meiner Tante sagen lassen, sie ist nun mal Tierärztin. Es ist zum Beispiel recht spannend, wenn der Druck in der Gelenkkapsel, zum Beispiel hier am Huf, wenn der da ansteigt, dann misst man den Druck so, dass man tatsächlich die Gelenkkapsel anpiekst. Das tut dem Pferd auch weh. Und die austretende Gelenkflüssigkeit leitet man jetzt wieder hier in das Thema Dose und zeigt das an. Warum ist das interessant? Beim gesunden Tier ist es so, dass die Gelenkkapsel ganz normal entsprechendes Gelenk umschließt und so weiter. Aber wir haben ja überall Blutgefäße und die verästeln sich und verzweigen sich und die Kapillaren versorgen ja alles mit entsprechend Nährstoffen und Sauerstoff. Wenn die Gelenkkapsel einen erhöhten Druck hat, dehnt sie sich aus und drückt diesen Teil hier durchaus mal oder andere ab, sodass hier an der Stelle eine Mangeldurchblutung entsteht und Mangeldurchblutung, naja, das verursacht dann die schlimmsten Dinge, die wir alle kennen. Etwas nicht durchbluten bedeutet, es kann auch absterben. Von den Schmerzen jetzt mal ganz abgesehen. Gut, ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen, das Thema Druckmessung und mechanoelektrische Wandler, ne, das noch ein bisschen näher zu erläutern. Und verbleibe mit allen guten Wünschen. Macht's gut. Tschüss.